Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Ha, das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. We'll be right back.
gut. Da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Nichts passiert. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug. Genau. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Wow, eine makellose Sausebahn. Komm, Schnabli, Schnabli, schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Die kann man bestimmt noch an zwei... Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt... Ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Voilà, ein Zebrafisch. Thank you.
Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Na, wer ist denn das? Abububububububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so an... Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt! Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Soweit, so gut. Aber natürlich, ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Der Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft! Er lebt! Rufus, verdammt! Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich... Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Aber natürlich. Ich hab's geschafft. Rufus. Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lecker. Jetzt sollte ich aber zu, sonst wird er nicht. Jetzt sollte ich... Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Hm? Oh, oh. Jetzt sollte ich ab... Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium, aber sofort! Komm zu Papa.
Auf geht's, meint, es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest. Auf geht's, mein Schnabel, es gibt... Schon irgendwie drollig. Auf geht's, mein Schnabeliger, es gibt ein... Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen.